Ich zeichne das mal auf. Aufzeichnung läuft. Also nochmal ganz kurz. Zusammenhang in Kapitel 4.3, den Zusammenhang zwischen rationalen Sprachen und endlichen Automaten. Das heißt, alles, was wir mit einer rechtslinearen Grammatik erzeugen können, dafür können wir dann auch einen endlichen Automaten angeben, der genau die Wörter dieser Sprache erkennt und damit dann in dem finalen Zustand endet. Abschlusseigenschaften, da erklären wir im Prinzip Operationen auf Mengen und werden dann zeigen, dass sozusagen die Mengen, die da entstehen, wir machen das jetzt am Beispiel natürlich hier, wir sind ja in der L3-Sprachklasse, das heißt, alles, was wir sozusagen im Rahmen dieser Sprache erkennen oder erzeugen können. Ja, und wenn wir darauf dann so die klassischen Mengenoperationen anwenden, wie vereinigen, wie Durchschnitt bilden, wie Negierung und dergleichen mehr, ja, da bleiben wir innerhalb der Sprachklasse. Ja, was das heißt, gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und reguläre Ausdrücke, das haben wir schon auf dem ersten Blatt ganz kurz kennengelernt. Das ist quasi ein weiteres Konstrukt, um Sprachen zu beschreiben. Ist ein bisschen kompakter als Grammatiken, kommt vielfach auch direkt in der Praxis vor. Ja, beispielsweise, wenn Sie mit einem Betriebssystem agieren, beispielsweise, ich nehme immer das Beispiel, wenn Sie da nach bestimmten Ausdrücken suchen in einem Dateisystem, dann können Sie da häufig reguläre Ausdrücke angeben, um die Dateinamen beispielsweise zu beschreiben. Ja, die Systeme, die es da gibt, sind teilweise ein bisschen unterschiedlich. Ich nehme hier ein ganz einfaches System für reguläre Ausdrücke. Und auch da zeigen wir, dass wir da nicht mehr können, aber auch nicht weniger, als wir das mit den rechtslinearen Grammatiken können und den endlichen Automaten. Genau, und dann gibt es ein paar Aufgaben dazu. Hier sollen Sie eine Grammatik umwandeln in den endlichen Automaten, hier genau die andere Richtung. Hier eine etwas komplexere Aufgabe, nämlich da eine Sprache oder für eine gegebene Sprache, die hier als Menge beschrieben ist, dafür eine Grammatik anzugeben. Irgendwie hat mich gestern jemand darauf aufmerksam gemacht, Mensch, warum denn diese Aufgabe jetzt schon kommt, das kriegt man doch mit einer rechtslinearen Grammatik gar nicht hin. Völlig berechtigt der Einwand. Ich habe mich dann auch gefragt, warum ich diese Aufgabe hier schon mache. Ich glaube, irgendjemand hatte sich mal so eine Drei-Sternchen-Aufgabe gewünscht und darum habe ich die irgendwie drin. Also heißer Tipp, wenn Sie das mit einer rechtslinearen Grammatik probieren, dann werden Sie da nicht erfolgreich sein. Ist aber nicht schlimm, weil Sie auch schon die nächste Grammatikklasse kennengelernt haben. Das war auf dem ersten Blatt auch schon, nämlich die kontextfreien Grammatik. Dann hier oben unten Aufgabe 3.4, da ist sozusagen die Idee, dass man da sich dieses, insbesondere dieses Kapitel Abschlusseigenschaften anguckt. Ja, da muss man quasi aus zwei Sprachen eine neue Sprache bauen. Und wie das funktioniert, ist hier sozusagen in drei Schritten beschrieben. Und wie das dann im Detail funktioniert, das finden Sie im Skript. Hier sollen Sie einen Automaten konstruieren auf Basis eines regulären Ausdrucks. Und dann im Skript habe ich das einmal ganz kurz beschrieben. Ganz am Anfang so eine Plattform, Flaky nennt die sich, im Prinzip eine webbasierte Plattform, wo man mit diesen Konstrukten, mit denen wir bislang gearbeitet haben, einfach auch praktisch experimentieren kann. Ist eine browserbasierte Plattform. Haben irgendwie zwei Leute gemacht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißen, Hilscher und Wagenknecht, glaube ich, die haben auch ein Buch zur theoretischen Informatik geschrieben. Die haben das hier ins Web gebracht. Ich selbst habe das vor Jahren auch mal gemacht. Im Skript finden Sie teilweise noch diese Toolbox verlinkt. Ich hatte da mal irgendwie ein, zwei Abschlussarbeiten, die da angefangen haben, das zu entwickeln. Mangels Kapazität haben wir das leider nicht weiterentwickeln können. Falls da mal jemand Lust hat und sich dann noch mal tummeln möchte, so eine Plattform für die Elemente der theoretischen Informatik weiterzuentwickeln auf Basis von Webtechnologien, der soll sich herzlich gerne mal melden und dann können wir uns da mal unterhalten. Genau, da haben wir ein paar Fragen zu formuliert, eine kurze Beschreibung auch, was man da so mitmachen kann. Die Plattform kann noch einiges mehr. Insbesondere kann die beispielsweise auch mit Turing-Maschinen umgehen. Das ist etwas, das wird uns im zweiten Teil des Semesters beschäftigen. Ein weiteres Modell, ein wichtiges Modell der Informatik. Da gehen wir jetzt noch nicht drauf ein. Hier erstmal nur so ein paar Anwendungen im Bereich der
rechtslinearen oder regulären oder rationalen Sprachen. Okay, dann steige ich mal hier in das Skript ein, gehe da noch mal so ein bisschen rein und gucke, dass wir mal überblicksmäßig da uns die Dinge anschauen. Ich stoppe mal das hier und teile mal mein iPad. Genau, Kapitel 4.3. Das fängt direkt an mit dem, quasi mit dem Satz, eine Sprache ist rational genau dann, wenn L aus L3. Da würde ich ganz gerne mehrere Dinge zu anmerken. Erstmal ist das auf den ersten Blick ein ganz fürchterlich erscheinender Beweis, weil da fürchterlich viele Formeln drin vorkommen. Aber gar nicht so schlimm. Wir gucken uns nämlich mal an, was das eigentlich alles macht. Und aber anfangen möchte ich nochmal sozusagen mit überhaupt der Struktur von so einem Beweis. Das kennen Sie sicherlich aus der Mathematik. So ein Satz, der den Wortlaut erhält, genau dann, wenn. Ja? Dann heißt das eigentlich immer, man muss zwei Richtungen zeigen. Zwei Richtungen heißt, wir zeigen erst die eine Richtung und dann die andere Richtung. Mit der einen Richtung meine ich, wir haben die Aussage, eine Sprache ist rational. Und dann, genau dann, wenn L aus L3. Wir haben die Sprachklasse L3 definiert über die Grammatik. Genau, über die rechtslineare Grammatik. Wir haben den Begriff der rationalen Sprachen eingeführt mit den endlichen Automaten. Das soll heißen, wenn eine Sprache L definiert ist über einen endlichen Automaten, dann können wir auch zeigen, dass es dann auch eine L3-Grammatik, also eine rechtslineare Grammatik gibt, die genau diese Sprache akzeptiert, erzeugt. Entschuldigung. Das ist sozusagen der erste Teil im Beweis und das drückt sich dann meistens, das hat sich in der Mathematik so herausgebildet, über so einen Fall. Ja, das heißt, das ist die eine Richtung. Wir gehen aus von dieser Aussage und zeigen diese Aussage. Der zweite Teil des Beweises ist dann die andere Richtung. Das heißt, wir gehen dann aus von dieser Aussage und müssen dann zeigen, dass dann auch diese Aussage gilt. Das heißt, das ist dann entsprechend hier unten der zweite Teil, der hier. Da gehen wir jetzt sozusagen von dem Sachverhalt aus, dass es eine Grammatik gibt und konstruieren daraus einen Automaten. Das ist erstmal so die generelle Struktur des, dieses Beweises. Und das finden wir ganz oft, immer wenn wir so einen Satz finden, genau dann, wenn, ist das eigentlich immer die gleiche Struktur. Ja, von dem einen ausgehend das andere zeigen und umgekehrt genauso. So, gucken wir uns den Beweis mal ganz kurz an. Das heißt, ich habe das auch hier bewusst so ausführlich aufgeschrieben, also zu zeigen, wenn eine Grammatik L von einem endlichen Automaten akzeptiert wird, Entschuldigung, wenn eine Sprache von einem endlichen Automaten akzeptiert wird, ja, erste Teil, L ist rational, dann gibt es eine rechtslineare Grammatik mit L gleich L von G. Das heißt, wir gehen aus von einem endlichen Automaten und konstruieren jetzt mit Hilfe dieser Regeln hier, konstruieren wir eine Grammatik. Wir wissen, eine Grammatik besteht aus einer Menge von Variablen. Die müssen wir definieren. Wir müssen eine Menge von Eingabezeichen definieren oder Terminalzeichen. Wir müssen eine Startvariable haben und wir müssen eine Regelmenge haben. All das definieren wir hier. Wir sagen, die Menge der Variablen, das ist gerade die Menge meiner Zustände des Automaten, ja, hier oben. Wir haben das Eingabealphabet des Automaten, das wird die Menge unserer Terminalzeichen. Wir haben eine Übergangsfunktion, da machen wir gleich was mit. Wir haben den Startzustand, das wird auch quasi das Startsymbol unserer Grammatik. Und wir haben ein F, da machen wir gleich auch was mit, die Menge der finalen Zustände. Und Delta und F verarbeiten wir in der Regelmenge. Und wir sagen einfach, wenn wir eine Kante haben oder in dem Automaten folgende Situation haben, das machen wir jetzt mal in blau, ja, wir haben den Zustand Q, gehen über in den Zustand Q' bei Eingabe A, dann machen wir da genau diese Regel draus, die hier unten steht. Ja? Also sozusagen wir definieren
als Regel in der Regelmenge, Q geht über nach A, Q', genau dann, wenn wir einen Übergang haben in dem Automaten, QA geht nach Q'. Das ist genau diese Situation. Ja, das heißt, dafür definieren wir jetzt entsprechende Regeln. Und das machen wir für alle Übergänge, die wir im Automaten definiert haben. Ist eigentlich ganz einfach. Und dann zusätzlich noch für alle finalen Zustände, Q aus F, definieren wir noch sozusagen die Regel Q geht über nach Epsilon. Das ist sozusagen die Konstruktion. Und der Teil, der dann hier unten kommt, da zeigen wir, dass das Ding auch funktioniert. Also, dass diese Konstruktion auch genau das liefert, was wir da beabsichtigen. Ja, dass wir sozusagen immer dann, wenn man nochmal über einen Induktionsbeweis, über die Länge einer Ableitung oder über die Länge einer Rechnung, beziehungsweise hier über die Länge eines Wortes, genau, wir starten mit einem, mit dem leeren Wort und dann gehen wir davon aus, dass das gilt. Also die Behauptung ist, dass wir von dem Startsymbol S eine Ableitung mit den Regeln der Grammatik nach WQ finden. Genau dann, wenn es eine Rechnung gibt in dem Automaten S bei Verarbeitung des Wortes W, was dann in Q landet. Ja? Und das zeigen wir hier sozusagen durch diesen durch diese Betrachtung, dass wir hier so immer genau dann Wenn-Beziehungen haben, ausgehend von der Ableitung, dass wir dann hier sozusagen so eine Rechnung hinbekommen. Ja, sodass hier insgesamt aus dieser Betrachtung die Korrektheit dieser Konstruktion folgt. Das ist der eine Weg. Damit ist man noch nicht fertig, weil jetzt muss man noch die andere Richtung zeigen. Das ist denn der Teil hier unten? Ja, da ist es jetzt genau andersrum. Wir gehen jetzt von einer rechtslinearen Grammatik aus und bauen dann auf eine ähnliche Art und Weise, bauen wir jetzt hier einen Automaten. In diesem Fall wird das ein nicht deterministischer Automat oder indeterminierter Automat. Einfach weil wir den sozusagen, je nachdem wie die Grammatik konstruiert ist, da halt einfach kein deterministischer Automat rauskommt, weil nicht alle Ableitungen vielleicht möglich sind, nicht alle Eingabezeichen da entsprechend mit allen möglichen Variablen bedient werden. Darum ist das auf jeden Fall ein nicht deterministischer oder indeterminierter Automat. Ja, die Konstruktion ist hier. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, genau, dann machen wir hier eine Betrachtung, warum das Ganze auch funktioniert. Das ist relativ kurz. Genau, warum ist das nicht schlimm, dass da nur ein in Anführungszeichen nur ein nicht-deterministischer Automat rauskommt. Naja, wir haben ja vorher schon gezeigt, dass diese beiden Konzepte NDEA und DEA zusammenfallen. Ja, wir könnten jetzt das, was da rauskommt, mit dieser Potenzmengenkonstruktion wiederum überführen in einen deterministischen endlichen Automat. Genau, das ist relativ komplex sozusagen jetzt hier in der formalen Darstellung. Aber die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach und das ist sozusagen einfach hier diese Idee, wenn ich so einen Übergang habe, dann baue ich so eine Regel in meine Grammatik ein, beziehungsweise umgekehrt genauso. Wenn ich eine Regel habe in dieser Form, ja, dann baue ich im Prinzip genauso einen Übergang auf wie hier oben auch. Ja, also wenn wir eine Regel haben, schreibe nochmal auf, beziehungsweise man sieht das ja hier auf der nächsten Seite, ist ja, glaube ich, ein Beispiel. Ist vielleicht einfacher, als dass ich das jetzt nochmal dahin schmiere. Ja, genau, wenn ich hier beispielsweise diese Grammatik betrachte, S geht über nach A, B, A, S oder A, A, B oder Epsilon, ja, dann wird das zu einem Automaten. Ich benenne die jetzt hier, Startzustand ist S0, das ist sozusagen diese Regel, wird
abgebildet auf das Ding. Man führt für diese finalen Zustände, führt man einen neuen Zustand ein, das ist der Zustand Q-Stop. Ja, und alles, was sozusagen nur aus terminalen Zeichen besteht, das wird auf diesen Q-Stop überführt. Ja, und das ist schon der ganze Automat. In diesem Fall sogar, dass wir nicht nur einzelne Zeichen da dran haben, sondern auch ganze Worte. Das hatte ich gestern schon mit ein oder zwei Gruppen diskutiert. Auch das stört uns nicht, weil wir ja auch gezeigt haben, da schreibe ich hier nochmal ganz kurz hin. Ja, wir haben gesagt, so der die fallen ja alle zusammen. Ja? Da kann keines der Konzepte mehr als eines der anderen Konzepte. Ja? Und egal, was wir jetzt auch im zukünftigen Semester machen, immer wenn es heißt, ist das beispielsweise eine Sprache, die L3 ist, ja, dann ist es mir ganz egal, ob sie sowas konstruieren oder sowas konstruieren, weil das alles gleichmächtig ist. Okay, so, dann der zweite Teil oder das nächste Kapitel, da geht es um die Abschlusseigenschaften. Und wir sagen, eine Sprachklasse ist abgeschlossen unter gewissen Operationen, ja, wenn die Anwendung dieser Operation auf Sprachen der Klasse wieder eine Sprache aus der Klasse L3 ergibt. Ich schreibe das mal anders hin. Wenn beispielsweise das L1 und manchmal springt der automatisch auf den etwas Radierungen um. Wir haben zwei Sprachen und die sind jetzt beispielsweise aus L3. Ja, dann wäre auch diese Sprache, das ist ja eine Sprache, nicht L1, das ist einfach eine Menge und L2 ist auch einfach eine Menge. Ja, dann ist die Vereinigung dieser beiden Mengen ist auch wieder ein Element aus L3. Das meint abgeschlossen. Ja, unter der Operation Vereinigung ist diese Sprachklasse abgeschlossen, weil das wird hier sozusagen gezeigt, bezüglich dieser Operation das Ergebnis immer wieder eine L3-Sprache ist. Ja, und in der Sprachklasse L3 gilt das für die meisten, ich glaube sogar für alle Operationen, auch wenn ich einen Durchschnitt bilden würde oder wenn ich sowas wie Konkatenation mache oder Negation oder Sternchen, klinische Sternbildung, also irgendwie sowas, wenn ich L1 nehme, das ganze Sterne, ja, auch das ist ein Element aus L3. Das meint Abgeschlossenheit, ja, dass sozusagen das Ergebnis der entsprechenden Operation wieder in der Sprachklasse liegt. Das ist dann sozusagen dieser Satz hier. Und Negation, Vereinigung, Durchschnitt, Konkatenation und klinisch Stern. Ja, das sind die entsprechenden Aussagen hier. Immer auch alles mit Video hinterlegt. Genau, und die Beweise sind auch eigentlich immer konstruktiv. Das heißt, wenn wir sowas nehmen wie Negation, ja, dann ist hier, wird sozusagen Automat konstruiert, der genau die negierte Sprache akzeptiert. Genau das gleiche Vereinigung. Ja, auch hier wird im Prinzip ein Automat konstruiert, der dann die Vereinigung akzeptiert. Und genauso ist das bei den anderen. Ich glaube, bei einem mache ich es mir ein bisschen leichter. Da zitiere ich die De Morganschen Regeln. Genau, das ist nämlich hier bei dem Durchschnitt. Das heißt, das ist an der Stelle nicht konstruktiv. Aber bei allen anderen wird ein ganz konkreter Automat konstruiert, der entsprechend das Ergebnis dieser Mengenoperation als Automat akzeptiert. Ja, in der Regel ist das immer irgendwie nicht deterministischer oder sogar ein Automat mit Epsilon-Kanten, der dann im Ergebnis daraus kommt. Das ist hier der Fall, das ist hier der Fall. Und hier sieht man das einfach mal, was häufig so die Idee ist. Ja, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir haben zwei Sprachen, das ist der Automat, der beispielsweise die Sprache L1 akzeptiert. Ja, ich schreibe das mal hin, das ist der für L2. Ja, und wenn ich jetzt beispielsweise die Vereinigung bilden möchte, ja, dann nehme ich einfach diese beiden, konstruiere einen neuen Startzustand, mache einfach einen Epsilon-Übergang und gehe dann hier sozusagen rüber. Ja, und wenn wir uns das jetzt irgendwie überlegen, wie arbeitet so ein Automat, Sie stecken da ein Wort rein. Der Automat überlegt sich hier, ach, gehe ich jetzt mal nach oben oder gehe ich mal nach unten? Ja, wenn wir das jetzt konkret implementieren würden,
Ja, dann wird er in manchen Fällen das Richtige liefern. Das heißt beispielsweise, wenn ich ein Wort aus L1 da reinstecke und er jetzt gerade oben rät, dann liefert er korrekt, jawohl, das wird akzeptiert. Manchmal liefert er vielleicht aber auch, das Ergebnis wird nicht akzeptiert. Aber auch das ist nicht weiter schlimm, weil es ist ja gerade dieser ja, relativ laxe Akzeptanzbegriff bei dem nicht-deterministischen Automaten. Ja, aber es gibt halt einen Weg, der zum Erfolg führt, das reicht hier aus. Herr Morisse, ja. Das geht jetzt in diesem Beispiel aber wirklich nochmal zum Verständnis, nur wenn L1 und L2 dann auch wirklich in L3 liegen, oder? Das ist, da gucken wir uns die Aussage nochmal an. Das geht hier sozusagen als Voraussetzung rein. Das geht nur für den Fall, das sind Sprachen aus L3. Genau, okay, alles klar, danke. Wir gucken uns sozusagen die Mächtigkeit der anderen Sprachklassen später auch noch an. Wir sind ja jetzt erstmal nur in L3. Mit Ausnahme der einen Aufgabe auf dem aktuellen Aufgabenblatt. Aber wir gehen ja als nächstes dann irgendwann über zu den L2-Sprachen. Auch da werden wir wieder eine Grammatik haben, die haben wir schon kennengelernt, das ist die kontextfreie Grammatik. Und auch da wird es ein Automatenkonzept geben, was etwas mächtiger ist als der endliche Automat. Auch da werden wir uns anschauen, wie sieht das aus unter Abgeschlossenheit. Und da, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist die Sprachklasse nicht abgeschlossen unter allen Operationen. Genau. Und das werden wir für alle Sprachklassen machen. Ne? Also das hier, um die Frage nochmal zu beantworten, erstmal nur für L3-Sprachen. Genau. So, sagen wir jetzt mal durch. Und dann habe ich hier hinten sozusagen noch einen alternativen quasi Beweis für diese Vereinigung. Ja, ich hatte ja gesagt, hier unten, das hat vielleicht eine etwas... Also das Schöne erstmal an diesen ganzen Beweisen hier, die sind alle hochgradig konstruktiv, auch wenn das fürchterlich formal aussieht, aber das sind alles konkrete sozusagen kleine Algorithmen, wie sie vorgehen, wenn sie jetzt beispielsweise da, hier ist es die Verkettung beispielsweise, ja, wo ich ausgehend von den finalen Zuständen des einen Automaten mit dem Epsilon-Übergang zum Startzustand des zweiten Automaten gehe, also der in die zwei Sprachen konkatieren wird. Alles konstruktive Beweise, das heißt, Sie kriegen da im Endergebnis einen Automaten raus, der dann genau das, die Mengen, die vereinigten Mengen oder die konkatenierten Mengen akzeptiert. Hier hatte ich gesagt, nicht konstruktiv über die de Morganschen Regeln. Um das Problem zu bearbeiten oder zu lösen, habe ich hier noch eine konstruktive Variante angegeben. Das ist auch eine der Aufgaben, die Sie da machen sollen. Da sollen Sie nämlich genauso einen Produktautomaten konstruieren. Sie haben zwei Automaten oder zwei Sprachen. Wenn Sie zwei Sprachen haben, gibt es zwei Automaten. Nennen wir mal A1 und A2. Und Sie sollen jetzt sozusagen den Durchschnitt dieser beiden Sprachen konstruieren. Ja, dann ist das hier im Prinzip beschrieben, wie das funktioniert. Da müssen Sie diese Automaten parallel schalten. Wie das funktioniert, das ist quasi hier beschrieben. Auch hier wieder der Beweis. Auch das sieht ein bisschen technisch aus. Aber im Kern sagt es einfach nur aus, diese Konstruktion der Parallelschaltung funktioniert. Und wir schalten die sozusagen parallel, indem wir einfach sagen, mal gucken, wo ich das auf die Schnelle finde, genau hier. Ja, wir sagen hier sozusagen, wir konstruieren einen Automaten, indem wir einfach das Kreuzprodukt bilden von Zuständen. Ja, und sozusagen dann immer quasi parallel arbeiten, ja, wenn der Automat in der eine Sprache von einem Zustand der Menge K1, also K1 bezieht sich immer, Index 1 bezieht sich immer auf die erste Sprache, Index 2 bezieht sich immer auf die zweite Sprache. Ja, und wir machen jetzt sozusagen die Rechnung parallel. Ja, wenn wir in dem ersten Automaten von einem Zustand hier, haben wir sowas, hier sieht man das ganz schön, ja, 1 immer aus dem ersten, 2 immer aus dem zweiten Automaten. Ja, und wir gucken uns jetzt immer Paare an von einem Zustand aus dem ersten Automaten, einem Zustand aus dem zweiten Automaten, gucken uns an, wie verhalten die sich denn unter einem Zeichen, Eingabezeichen A. Ja, dann sagen wir sozusagen, in diesem konstruierten Automaten gehen wir mit A über in das Paar, was sich ergibt aus der Betrachtung in dem ersten Automaten und der Betrachtung in dem zweiten Automaten. Ja, und dann wird hier gezeigt, dass diese Betrachtungen auch tatsächlich das Gewünschte liefert, nämlich sozusagen den Durchschnitt. Hier ist dann, glaube ich, nochmal ein Beispiel, weiß ich gar nicht, ich habe ein Beispiel hier. Anwendung habe ich hier nochmal,
Nee, ein konkretes Beispiel habe ich nicht, aber dann gehen Sie da mal durch diesen Beweis, versuchen das mal zu überführen auf die Aufgabe, die wir auf den Aufgabenblatt machen. Ja, das ist sozusagen eigentlich die Konstruktionsvorschrift. An dieser Stelle finden Sie das, das und das, ja, wie Sie da sozusagen zu der Lösung kommen. Das Abschlusseigenschaften und das dritte Thema, das sind die regulären Ausdrücke. Das finden wir hier. Genau. Reguläre Ausdrücke. Das haben wir in Teilen schon kennengelernt. Es gibt da unterschiedliche Schreibweisen. Wir beschränken uns jetzt im Rahmen dieser Veranstaltung auf diese Schreibweise, als das wir da haben. Wir haben drei Operationen. Und zwar, wir haben einmal die Operation Plus. Das ist sozusagen die Veroderung, das heißt entweder X oder Y. Wir haben die Konkatenation, nach X folgt Y. Und wir haben diese Sternbildung, das heißt nullmal, einmal oder beliebig oft. So, und rein formal ist es erstmal so, und dann muss man sozusagen irgendwie einen Einstieg haben. Was sind sozusagen die kleinstmöglichen Elemente bei so einem regulären Ausdruck? Da gehen wir aus von einzelnen Symbolen aus meinem Alphabet, von dem leeren Wort und von der leeren Menge. Und dann definieren wir im Prinzip, ja, das sind sozusagen die regulären Ausdrücke, die wir hier bilden, Startpunkte und dann hier sozusagen die eigentlichen Operationen. Und dann müssen wir noch die Sprachen definieren, denn damit beschreiben wir wiederum Sprachen. Das mache ich formal hier. Dass ich einfach sage, naja, die Sprache, die nur aus dem A besteht, ist halt sozusagen, Sprachen sind immer Mengen bei uns, ist nur die Menge bestehend aus einem Zeichen. Die Sprache, die durch das leere Wort beschrieben wird, ist nur das leere Wort. Die Sprache, die durch die leere Menge beschrieben ist, ist halt die leere Menge. Und wenn wir jetzt beispielsweise die Sprache bilden wollen aus dem R plus S, plus war Veroderung, Vereinigung, dann ist das die Sprache, die wir aus L von R haben, vereinigt mit der Sprache, die wir aus dem Ausdruck S bekommen. Und hinter R kann sich natürlich jetzt wieder was Komplexes verbergen. Das baut sich sozusagen induktiv auf. Ja. Genauso mit der anderen Operation. Dann haben wir noch eine Klammerung und wir haben diesen Sternapparator. Ja, hier ist sozusagen dann definiert, welche Sprachen das sind. Dann finden wir, glaube ich, hier ein paar Beispiele. Genau, das ist jetzt formal, dass man sauber trennt, Entschuldigung, ich blätter noch mal ganz kurz zurück, dass man hier sauber trennt zwischen dem Ausdruck, dem regulären Ausdruck, das ist ja letztendlich auch erstmal nur sozusagen ein beschreibender Text, ja, das ist ein beschreibender Text. Hier identifizieren wir quasi diesen beschreibenden Text mit einer Sprache. Ja, und da werden wir auch gar nicht großartig drüber unterscheiden. Das habe ich hier irgendwie beschrieben. Hier beispielsweise reguläre Ausdrücke, was haben wir hier, um beispielsweise ein Datum zu beschreiben oder um eine IP-Adresse zu beschreiben. Ja, und hier sage ich jetzt im Prinzip, die Menge aller regulären Ausdrücke ist auch wieder eine Sprachklasse. Dann müssen wir noch ein bisschen was sagen zur Bindungsstärke, wenn wir jetzt sozusagen verschachtelte Ausdrücke haben oder zusammengesetzte Ausdrücke. Ja, wie Sie das bei arithmetischen Ausdrücken auch kennen. Ja, da haben Sie auch so Bindungsregeln, Multiplikation bindet stärker als Addition. Auch sowas müssen wir hier machen. Wie sieht das aus, wenn wir so einen Sternchenapparator haben und eine Konkatenation und nochmal ein Plus. Auch das müssen wir natürlich irgendwie definieren. Das habe ich hier gemacht. Und hier irgendwie so ein paar Beispiele, ja, wie das Ganze aussieht. Da kann man relativ kompakt komplexe Sprachen beschreiben. Beispiele, Beispiele, Beispiele. Genau. Und dann, hier finden Sie beispielsweise auch, wie Sie konstruieren aus einem regulären Ausdruck, den Automaten. Da kommen dann zum Teil genau diese Konstruktionen wieder zum Einsatz, die wir eben gezeigt haben bei diesen Abschlusseigenschaften. Ja, weil quasi diese Operation, die wir hier bei so einem regulären Ausdruck haben, im Prinzip diese drei Operationen, das hier, das ist quasi die Vereinigung,
das ist die Konkordination, das ist die klinische Sternbildung. Das waren auch die Operationen, die wir bei den Abschlusseigenschaften betrachtet haben. Ja, darum sind sozusagen, wenn Sie jetzt aus einem regulären Ausdruck einen Automaten konstruieren wollen, sind das teilweise genau die gleichen Konstruktionen, die wir in diesem Nachweis der Gültigkeit dieser Abgeschlossenheit gezeigt haben. Das heißt, gucken Sie da vielleicht dann nochmal genauer rein. So, und dann sozusagen die Hauptaussage ist dieser Satz hier, Hauptsatz von Clini, der da lautet, es gilt Rad gleich Reck. Ganz kurz, kompakt formuliert, was soll das heißen? Das heißt, die Menge der rationalen Sprachen ist gleich der Menge der regulären Sprachen. Die Menge der rationalen Sprachen ist die Menge der endlichen Automaten oder der durch endlichen Automaten definierten Sprachen. Und die Menge der regulären Sprachen ist halt die Sprachen, die durch reguläre Ausdrücke konstruiert werden. Das heißt, wir sagen hier, zwei Mengen sind gleich. Und auch hier nochmal sozusagen zum generellen Vorgehen. Die Gleichheit von Mengen zeigt man ganz häufig auch in zwei Schritten. Nämlich als erstes zeigt man, Rad ist enthalten in Reck. Das ist sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, Reck ist enthalten in Rad. Ja, und wenn beides gilt, ist klar, dann müssen die gleich sein. Das ist ein ganz häufiges Vorgehen, wenn ich die Gleichheit von Mengen zeigen will. Und das machen wir hier auch in diesem Beweis. Ja, hier fangen wir davon, starten wir mit dieser Richtung. Und zwar, wenn wir einen regulären Ausdruck haben, dann lässt sich auch ein Automat konstruieren. Ja, hier sozusagen der Einstiegspunkt, was passiert mit der leeren Menge, mit dem Epsilon und einem einzelnen Zeichen, quasi als Induktionsanfang. Und dann der Induktionsschritt. Ja, da ziehe ich mich einfach zurück auf diesen Satz über die Abgeschlossenheit von Sprachen. Haben wir dann nämlich alles schon gezeigt. Komplizierter ist der zweite Teil. Und der ist wirklich ein bisschen kompliziert. Ist aber von der Idee her eigentlich ganz gut nachvollziehbar. Und darum gehe ich da einmal ganz kurz durch. Und zwar der Weg, wenn ich aus einem endlichen Automaten einen passenden regulären Ausdruck konstruieren möchte. Das ist ein bisschen trickreich und da vertut man sich auch schnell. Ja, ich mache das nochmal auf dem Aufgabenblatt, auf dem nächsten Aufgabenblatt gehen wir da, mache ich da nochmal eine Aufgabe zu. Und zwar, auch das will man quasi induktiv zeigen. Und zwar sagt man jetzt, bei so einem endlichen Automaten habe ich jetzt eine endliche Anzahl von Zuständen. Wir sagen mal, das sind N-Stücke. Wie die Zustände heißen, ist völlig egal. Ich nenne die jetzt hier mal Q1 bis Qn. Und ich sage, der Startzustand, da sei mal Q1. Wenn ich jetzt einen Automaten bekomme und da heißen die Zustände anders und der Startzustand heißt auch anders, kein Problem, wir benennen die einfach um, weil die Namen der Zustände spielen ja überhaupt keine Rolle. Also das können wir einfach voraussetzen, dass die Zustände von 1 bis n durchnummeriert sind und der Startzustand Q1 ist. So, das heißt, die Sprache besteht somit aus Wörtern, sodass ich von dem Startzustand Q1 übergehe mit einem Wort zu einem finalen Zustand. Das war also eine Rechnung durchführen, ausgehend von Q1, wir verarbeiten das Wort W und landen in einem finalen Zustand. Und wir machen jetzt eine Induktion über die Länge eines solchen Weges. Und da verwenden wir jetzt ein paar Mengen quasi als Hilfskonstruktion. Und zwar, das ist jetzt relativ kompliziert, weil die drei Indizes beinhalten. Und die Aussage ist die folgende. Diese Menge RIJ oben K enthält alle Wörter W, die ausgehend von Zustand I verarbeitet werden, im Zustand J landen und nur Zustände auf der Rechnung verwenden, die von Q1 bis Q k gehen, also sozusagen der Index hier oben. Ja, die sind jetzt fortlaufend nummeriert von 1 bis n, ja, und aber die Zustände, die ich auf dem Weg von i nach j durchlaufe, das sind sozusagen die ersten k-Zustände. Und dann ist klar, wenn ich mir jetzt angucke, wir haben gesagt, der Startzustand ist 1,
wenn ich mir jetzt sozusagen alle finalen Zustände hernehme, Qf aus Groß F, und dann diese Mengen betrachte, dann ist im Prinzip die Sprache genau die Menge aller der Wörter, dass ich sozusagen alle Mengen betrachte von 1, Startzustand, in einen finalen Zustand. Ja, das ist hier die große Vereinigung. Ich gehe über alle finalen Zustände und dabei alle Zustände von 1 bis n durchlaufen. Darum das n oben. Ja, ich denke, das ist relativ klar. Ich betrachte, kann alle Zustände besuchen und lande definitiv ausgehend vom Startzustand in einem finalen Zustand. So, und jetzt ist die Idee, genau, dass wenn ich die sozusagen alle vereinige, das ist definitiv wieder ein regulärer Ausdruck. Wenn ich die jetzt sozusagen, wenn ich jetzt beispielsweise m finale Zustände habe, ja, das ist hier jetzt sozusagen f1 bis fm, auch das ist natürlich eine endliche Anzahl der finalen Zustände. Ja, wenn ich mir jetzt alle angucke, von ausgehend vom Startzustand zu einem der finalen Zustände, alle n Zustände durchlaufen darf, ja, das sozusagen alles vereinige, dann ist das letztendlich die Sprache. So, der Trick besteht jetzt darin, dass man diese Mengen hier über reguläre Ausdrücke konstruiert. Ja, wir sehen ja immer sozusagen, von unserem Automaten wollen wir übergehen in einen regulären Ausdruck. Und die Vorschrift steht hier, machen Induktionsanfang. Und das ist sozusagen die Formel, dass wir sagen, naja, wenn ich vom Zustand i, in den Zustand J übergehe, ja, und wenn ich sozusagen die ersten K plus 1 Zustände besuchen darf, das ist eine Menge von Wörtern, dann sind das sicherlich alle die Wörter, die ich von I nach J sozusagen verarbeite, dabei aber nur die ersten K Zustände verwende, ja, hier K plus 1, also jetzt nur die ersten K. Und dann natürlich sozusagen die Situation, dass ich sage, naja, ich gehe von i nach k plus 1 mit den ersten k. Wenn ich in k plus 1 bin, nach k plus 1 gehe, ja, und die ersten k verwende, das kann ich beliebig oft machen. Wenn ich also irgendwie so eine Schleife habe in meinem Automaten und dann sozusagen von k plus 1 jetzt hier hinten zu dem j laufe und da auch nur die ersten k verwende. Ja, das ist sozusagen so eine induktive Struktur. Ja? Induktion geht jetzt hier quasi über diesen Index K plus 1 hier oben. Da nehme ich sozusagen immer einen dazu. Das ist die Induktion. Und hier ist sozusagen ein regulärer Ausdruck, mit dem ich quasi genau hier dieses K um einen vergrößere. Ja, ich habe hier sozusagen immer nur das K oben. Und insgesamt baue ich aber diesen Zustand K plus 1 damit ein, indem ich mir hier diesen Ausdruck betrachte. Genau, das ist sozusagen, das ist technisch relativ kompliziert. Wenn Sie es jetzt noch nicht verstanden haben, dann gucken Sie sich das nochmal an, gehen das nochmal durch. Hier ist ein Beispiel drin. Das wird relativ schnell entstehen, da erstmal unheimlich viele Ausdrücke. Da sehen Sie hier, ich habe hier einen relativ einfachen Automaten. Und dann startet man im Prinzip, das ist ein Automat, drei Zustände. Q1 ist der Startzustand, Q2 ist der finale Zustand. Ich habe die jetzt entsprechend auch nummeriert, 1, 2, 3. Und mich interessiert letztendlich diese Menge hier. Ich gehe vom Startzustand Q1 zum finalen Zustand Q2 und darf alle Zustände von 1 bis 3 verwenden. Das setzt sich zusammen, entsprechend dieser Formel, die wir da eben hatten. Sozusagen jetzt drösele ich das sukzessive auf, indem ich hier oben diese 3, das war der Index K, sozusagen immer um einen reduziere. Das heißt, entsprechend dieser Formel, die wir da eben hatten, ergibt sich diese Menge durch diese Konstruktion. Ja, das heißt, das sind genau die, die hier rechts stehen. Auch die jeweils natürlich kann ich zurückführen mit dieser Formel, die wir da eben hatten, auf diesen Ausdruck und so weiter. Entschuldigung, ist da irgendwo hingesprungen? Ja, das heißt, das ist schon relativ viel Rechnerei und da kann man sich auch gerne vertun. Ja, und dann irgendwann kommt man an eine Stelle, wo man die direkten Übergänge hat. Ja, hier, dann hat man nämlich sowas hier stehen, beispielsweise von 1 nach 1
oben 0. Das heißt sozusagen, was kann ich denn selbst machen, um von 1 nach 1 zu kommen, ohne irgendwas, ohne irgendeinen anderen Zustand zu durchlaufen. Ja, und hier beispielsweise das R 1,1 oben 0. Das ist dieser Zustand hier. Naja, ich bleibe in dem Zustand, dann verarbeite ich das leere Wort, das ist das hier. Oder ich kann aber auch eine Schleife machen. Also wir haben hier sozusagen so eine Schleife von Q1 mit einem A, komme ich wieder nach Q1. Das ist quasi das Ding hier. Von 1 nach 2 oben 0, gucken wir mal, von 1 nach 2 oben 0, das ist direkt diese Kante. Ja, verwende ich auch keinen weiteren Zustand. Und so weiter. Ja, das heißt, man dröselt das so weit auf, dass man quasi diese Sachen alle direkt einsetzen kann. Ja? Und dann nimmt man diese Ergebnisse, setzt sie wieder hier ein. Irgendwann komme ich dann hier oben an und habe dann diesen Ausdruck da. Und in dem Fall sieht das dann irgendwie so aus. Ein relativ komplexer Ausdruck, der da entsteht. Aber es ist ein regulärer Ausdruck, der diesem Automaten entspricht. Ja? Also relativ technische Angelegenheit. Aber im Ergebnis, und das ist erstmal das Wichtige, wenn wir zukünftig von regulären oder rationalen Sprachen sprechen, dann haben wir sozusagen als Instrument zur Verfügung die rechtslinearen Grammatiken, die endlichen Automaten und die regulären Ausdrücke. Ja? Und über diese verschiedenen Sätze hier haben wir jetzt die Möglichkeit, das eine in das andere zu überführen. Ja, beispielsweise, wenn wir sagen, konstruieren Sie aus einem regulären Ausdruck mal eine rechtslineare Grammatik, ja, dann würden Sie sozusagen erst diesen Satz hier anwenden, ja, und dann beispielsweise aus dem Automaten eine Grammatik konstruieren. Das sind dann irgendwie zwei Schritte, die Sie durchführen müssen. Ja, sozusagen die Theorie liefert uns entsprechend die Algorithmen, um da diese unterschiedlichen Konstrukte zu erzeugen und da die Gleichheit zu zeigen. Das heißt, gucken wir uns noch mal ganz kurz jetzt in der Zusammenfassung an. Wir haben diese Sprachklasse L3. Da haben wir jetzt sozusagen als beschreibende Element, das ist die rechtslineare Grammatik. Wir haben die regulären Ausdrücke. Damit können wir Sprachen erzeugen oder Wörter erzeugen. Und Sprachen erkennen können wir mit den endlichen Automaten, wobei die auch alle identisch sind, haben wir gezeigt. Das ist übrigens nicht bei allen Sprachklassen so. Also wir werden Sprachklassen haben, wo unterschieden wird zwischen den deterministischen und den nicht-deterministischen Automaten. Genau. Was jetzt noch verbleibt, das kommt dann sozusagen auf dem nächsten Aufgabenblatt. Ich habe das mit ein, zwei Gruppen gestern schon diskutiert. Das ist natürlich, wenn wir jetzt beispielsweise eine Sprache haben, es gibt immer unendlich viele Automaten für eine Sprache, die genau diese Sprache erkennen. Ja, warum das ist, können Sie mal drüber nachdenken und werden uns dann das nächste auf dem nächsten Blatt damit beschäftigen, wie wir das vielleicht auf, sage ich mal, so eine minimale Form überführen können. Wo wir dann auch die Aussage treffen können, dass diese Beschreibung eindeutig ist. Und wir werden sowas machen, wenn ich Ihnen die Frage stelle, wenn ich Ihnen diese Frage stelle, ist beispielsweise diese Sprache auch ein B hoch N, ist das eine L3? Ja, dann ist das Argument zu sagen, naja, da kann ich jetzt keinen endlichen Automaten für konstruieren, ist ein schwaches Argument. Man könnte einfach sagen, naja, Sie sind noch nicht schlau genug. Denken Sie noch mal ein bisschen weiter darüber nach. Also zu sagen, dass irgendetwas nicht existiert, so aus dem Bauch heraus, ist kein gutes Argument. Ne? Und in der Tat, wenn Sie jetzt hier sich dran setzen heute Abend, dann sind Sie morgen nicht fertig damit, Sie sind auch übermorgen nicht fertig damit. Weil es gibt keinen endlichen Automaten, der diese Sprache erkennt. Das heißt, wir brauchen irgendwie noch eine Argumentation, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass diese Sprache nicht in L3 liegt. Ja, auch das wird uns auf dem nächsten Blatt beschäftigen, sozusagen so Grenzen dieser Sprachklasse festzustellen. Ja, das sind sozusagen dann die Themen, die uns nächste Woche beschäftigen.
Jetzt habe ich wieder eine ganze Zeit geredet, dreiviertel Stunde. Das ist zumindest erstmal das, was ich Ihnen mitgeben wollte. Ich drücke mal auf den Stopp-Knopf und dann können wir ja noch ein bisschen diskutieren. Lassen wir mich gerade stoppen.